Tag. Tagchen, Tagchen. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Jawohl. Guten Tag. Hallo. Ist gut. Guten Tag. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Na gut, wenn keiner mehr kommt, ja, dann sind wir ja wohl alle da. Also, ich schlage vor, wir fangen jetzt an. Hauruck! 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 In Bad Brummelhausen, herzlich willkommen in unserer Stadt. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch alle. Herzlich willkommen in unserer Stadt.
Hallo, hallo, hier ist Tommy Blitz, der flitzende Reporter. Ich bin gerade hier in Bad Brummelhausen angekommen. Neben mir steht nun Herr Brummi, dem ich ein paar Fragen stellen möchte. Guten Tag, Herr Brummi. Ja, danke schön, Herr Brummi. Sagen Sie, wie kommt es eigentlich, dass Sie der erste Teddybär der Welt sind, der sich bereit erklärt hat, unseren lieben kleinen Hörern zu Hause an den Lautsprechern seine Meinung zu sagen? Aha, ja, darf ich fragen, ob Sie von Ihren Mitmenschen und vor allen Dingen von den Kindern immer gut behandelt werden? Ja, das ist schön. Oder gibt es etwa auch Fälle, wo Sie lieber Mensch als Bär wären? Ja, Sie verstehen sicherlich, was ich meine, nicht wahr? Höchst interessant. Darf ich Ihnen als nächstes eine sehr persönliche Frage stellen? Danke, danke. Was essen Sie, Herr Brummi, am liebsten? Ja, ist das wahr, Donnerwetter? Und das schmeckt Ihnen? Haha, eine letzte Frage noch. Wo werden Sie Ihre nächsten Ferien verbringen? An der See oder im Wald? Ja, wunderschön. Herr Brummi, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Tschüss. Mein Teddy heißt Klaus-Dieter, ich hab ihn furchtbar lieb. Neulich hat er mit mir toll im Bagermatsch gespielt. Plötzlich saß Klaus-Dieter in einer Pfütze drin. Mensch, hab ich gesagt, das ist aber schlimm. Schau mal, wie du aussiehst. Du Ferkel, Ibaba. Mami, schau doch mal, Klaus-Dieter hat sich so schmutzig gemacht. Igitt, Baba, Igitt, Baba, Pfui-Spinne, wir stecken dich am besten dort in die Waschmaschine. Da wirst du wieder sauber, so weiß wie ne Gardine. Armer Klaus-Dieter, hoffentlich wird dir in der Wäschetrommel nicht so schrecklich schwindelig. Mein Papi heißt Joachim, ich hab ihn furchtbar lieb. Neulich hat er unser Auto selber repariert. Nach vielen, vielen Stunden sah er wie Schmierfink aus. Mensch, hab ich gesagt, das geht nie wieder raus. Schau mal, wie du aussiehst. Entsetzlich, Ibaba. Mami, guck doch mal, der Papi hat sich so schmutzig gemacht. Igitt, Baba, Pfui-Spinne, wir stecken dich am besten dort in die Waschmaschine. Da wirst du wieder sauber, so weiß wie ne Gardine. Armer Papi, hoffentlich wird dir in der Wäschetrommel nicht so schrecklich schwindelig. Es hat geklingelt. Schau doch mal, wer da ist. Ich bin gerade beim Wäscheaufhängen. Ist der Professor zu Hause? Nee. Oh, das ist aber schade. Ich muss unbedingt den Professor sprechen. Der Professor ist aber nicht da. Na sowas? Ich dachte, also ich verstehe das alles nicht. Ist der Professor bei euch? Nee. Die ganze Nachbarschaft fragt schon nach ihm. Ich weiß nicht, wo er ist. Nicht bei euch? Nee. Na gut. Ich dachte nur, ja. Hätte ja sein können. Na klar. Hallo? Hallo? Hier ist der Professor. Ihr werdet mich sicher schon vermisst haben, nicht? Aber wenn ihr wüsstet, wen ich getroffen habe... Einen singenden Zebrastreifen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich meine, gehört? Ich muss sagen, ein wirklich netter Kerl ist das. Was? Ihr glaubt mir nicht? Na, wer's nicht glaubt, kann ja herkommen. Wo bin ich denn hier? Achso, ja, in der Basilikumstraße. Basilikumstraße 13.
gleich gegenüber von dem großen Supermarkt. Ihr wisst doch, wo der ist, nicht? Also, beeilt euch, sonst läuft er mir noch weg. Ich meine, der Zebrastreifen, wenn sonst... Nennt mich Zebrastreifen, das kann man leicht begreifen. Ich bin ein schwarz-weiß gestreiftes Ding. Ein großes Schild zeigt mich an, blau-weiß mit einem Mann. Und man geht sicherer, wo immer ich bin. Ich bin gestreift, schwarz-weiß gestreift. Und man benannte mich nach einem Tier. Man läuft auf mir herum, fährt über mich weg. Brumm, brumm, so manche Fahrbahn ist mein Revier. Ich bin für alle da, für Kind und Großpapa. Wollen Sie über eine Fahrbahn gehen? Ein jeder weiß, warum. Ich biete Schutz, dumm, dumm. Und man kann mich schon von Wahrheitem sehen. Man nennt mich Zebrastreifen. Das kann man leicht begreifen. Ich bin ein schwarz-weiß gestreiftes Ding. Ein großes Schild zeigt mich an. Blau-weiß mit einem Mann. Und man geht sicherer, wo immer ich bin. Du, weißt du was? Nee. Bei uns wohnt doch Benny. Ja? Und Benny hat ein... Und das... von Benny macht... Auch was. Ja, was denn? Meine Tante Christa hat einen Tete-Tete. Oh. Alle zwei Wochen holt sie ihren Tete-Tete aus der Garage und macht. Hey, und ich weiß noch was. Ja? Immer, wenn ich mit meiner Mami einkaufen gehe, dann kauft sie mir einen. Und mit dem mache ich dann immer. Ich bin ganz verliebt in einen Kaugummi. Macht mein Kaugummi, wenn ich mir blase, blase ich dann schnuff und puff, schnuff und puff, schnuff und puff. Ja, jetzt ist die Blase wirklich groß genug. Macht mein Kaugummi, ja, wenn ich kau, kau, kau und pust, 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 sagt die Mami auch du Jemini. Denn ich pust, 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 bis sie platzt. Das ist schön. Ich bin ganz verliebt in meinen Kaugummi. Kaugummi, Kaugummi. Nichts finde ich toller als ein Kaugummi. Macht mir Kaugummi. Hey, Benny, schau mal. Oh, Sabine, guck. Hey, Peter, du auch. Macht mein Kaugummi. Benni! Kaugummi! Und Sabine? Kaugummi! Und der Peter? Kaugummi! Ja, wir lieben Kaugummi. Ja, wenn wir kauen, kauen, kauen und sagen die Leute, ach du je! Denn wir platzt, platzt, platzt.
Hallo, liebe Kinder. Hier ist Clemens Kochtopf mit einem leckeren Rezept. Wir nehmen ein Ei und schlagen es entzwei. Dazu 3 Esslöffel Mehl. Das ist nicht viel. Mehr wird es erst zusammen mit je 3 Esslöffeln Wasser und Milch. Dann ist die Arbeit schon fast fertig und vorbei, denn jetzt kommt nur noch ein Teelöffel Zucker hinein und wir quirlen alles. Das wird fein. Jetzt zerlassen wir etwas Fett in der Pfanne. Der Teig kommt hinein. Und fertig sind die Pfanne, Kuchen für Susanne. Und natürlich mich. Denn was ihr eben gehört habt, eieiei, das war natürlich ein Rezept für 2. Guten Appetit wünscht euch euer Clemens Kochtopf. Als ich zur Welt kam, war der Hans das Erste, was ich sah. Und erst viel später Mami und Papa. Er war schon 7 Jahre und ich nicht mal einen Tag. Von da an war er immer für mich da. Ich lernte, wie man spricht und wie man steht und geht und springt, wie man sich Burgen bauen kann aus Sand. Ich lernte von ihm, wie man sich auf ein Fahrrad schwingt und dass es Freunde gibt im fremden Land. Mein Bruder Hans ist mir in allen Dingen eine Nasenlänge voraus. Mein Bruder Hans ist in fast allem etwas schlauer, doch das macht mir nichts aus. La 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 la, mein Bruder Hans. Streit ist eine Sache, die ich gar nicht gerne mag, doch manchmal kann man sich den nicht entziehen. Ich hau mich und ich wehre mich, die Flecken werden blau, die Nachbarn schimpfen über den Radau. Sie sagen dann immer, der Klügere gibt nach und halten sich dabei für mächtig schlau. Ich soll mir ein Beispiel nehmen an meinem Bruder Hans. Ich wäre viel zu rüpelhaft und rau. Mein Bruder Hans ist mir in allen Dingen eine Nasenlänge voraus. Mein Bruder Hans ist in fast allem etwas schlauer, doch das macht mir nichts aus. La 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 la, mein Bruder Hans. Als ich zur Welt kam, war der Hans das Erste, was ich sah. Und erst viel später Mami und Papa. Er war schon 7 Jahre und ich nicht mal einen Tag. Von da an war er immer für mich da. Ich lernte, wie man spricht und wie man steht und geht und springt, wie man sich Burgen bauen kann aus Sand. Ich lernte von ihm, wie man sich auf ein Fahrrad schwingt und dass es Freunde gibt im fremden Land. Mein Bruder Hans ist mir in allen Dingen eine Nasenlänge voraus. Fast allem etwas schlauer, doch das macht mir nichts aus. La 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 la, mein Bruder Hans. Hallo, hallo, hier meldet sich wieder Tommy Blitz mit einer neuen Reportage. Heute bin ich mit meinem knallroten Mikrofonmobil aufs Land gefahren, auf eine herrliche Wiese mit vielen wundervollen Blumen und Gräsern. Um mich herum herrscht ein reger Flugbetrieb. Na, kein Wunder, bei diesem tollen Wetter. Da ist natürlich alles, was Flügel hat, unterwegs. Die großen Propellerlibellen, die flinken blauen Sportflügel,
fliegen und die poppig bunt lackierten Flatterlinge. Alle schmettern und flattern sie über mich hinweg und an mir vorbei. Mit einer schweren Hummel starten wir nun zu einem Wiesenrundflug. Von einer großen Kümmeldolde heben wir ab und es geht hinüber zu den Margeriten. In einer langgezogenen Schleife drehen wir eine Ehrenrunde um einen fast einen Meter hohen Sauerampfer herum. Ein großer Kohlweißling winkt uns zu. Wir winken zurück. Hui, das war aber knapp. Haarscharf ging es soeben an einer Kamille vorbei. Jetzt schwenken wir in einem weiten Bogen nach rechts. Am Horizont taucht ein Feldweg auf und... was ist das? Vorsicht, Vorsicht! Direkt unter uns ein riesiger Brennnesselwald. Oder ausgerechnet heute habe ich meine kurzen Hosen an. Aber unser Hummelpilot hat sein Handwerk gelernt. Wie ein Weltmeister fliegt er uns aus der Gefahrenzone hinaus, hinüber zu einem kleinen Bach. Dort werden wir in circa 15 Sekunden landen. Hallo, hier müde Emma. Ich stelle fest, alle Fische liegen in ihren gemütlichen Wasserbetten und der Mond ist bereits aufgegangen. Hier Matratze an Kopfkissen, Matratze an Kopfkissen.
Sind alle Reisevorbereitungen getroffen? Bitte kommen. Kopfkissen an Matratze, Kopfkissen an Matratze. Wir haben genügend Limonade und Butterkekse an Bord. Es kann jederzeit losgehen. Hier spricht die Bettdecke. Bettdecke an müde Emma. Bitte kommen. Hier müde Emma. Bettdecke, was ist denn los? Wäre schön, wenn du mich vor der Abreise noch einmal kräftig aufschütteln würdest. Hier Pilot müde Emma an alle. Müde Emma an alle. Wir warten jetzt nur noch, bis die Eltern eingeschlafen sind. Dann kann es losgehen. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Funktioniert ganz einfach, doch wie's geht, verrate ich nicht. Mach
wohnten in einem Haus. Der Kater vom Bauer Edelmann, der wollte sich die Mäuse fangen, die armen kleinen Mäuse. Die armen kleinen Mäuse, sie nahmen Schnellreis aus und zogen in ein anderes Haus. Das fand der Kater nie heraus, da freuten sich die Mäuse. Was meint ihr wohl, was da geschah? Da schlich ich durch den Urwald und stampfte durch den Sand. Es war schrecklich heiß, die Wüstensonne hat gebrannt. Da kam von links ein Känguru daher, dem fiel das Hüpfen furchtbar schwer. Denn das Känguru, das Känguru, das hatte ein halbes Pfund Sand im Schuh. Zog es einfach seine Latschen aus und hüpfte barfuß ohne Schuh nach Haus. Als ich tags drauf beim Sandkasten war, was meint ihr wohl, was da geschah? Da schlich ich durch die Büsche und stampfte durch den Sand. Es war schrecklich heiß, die Sommersonne hat gebrannt. Meine kleine Schwester saß im Sandkasten drin und rief: Ein Känguru, ein Känguru. Und
Was ist denn das? Ein Gnu? Professor, weißt du, was ein Gnu ist? Nun ja, also ein Gnu, wie soll ich sagen? Der Gnu gehört zur Familie der Kuhantilopen, nicht wahr? Nun, und wie der Name schon sagt, haben diese flinken Tiere durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren Milch-, Butter- und Käsekühen. Ihr wisst schon, was ich damit meine, nicht wahr? Da gibt es zum Beispiel den Weißbart-Gnu. Der wird von den Hörnern bis zu den Hufen ungefähr so 1,40 Meter groß und von der Bartspitze am Kinn bis zur Schwanzquaste am, naja, also nicht, also von da bis da wird er ungefähr 2,80 Meter lang. Übrigens, in jedem zoologischen Garten könnt ihr Gnus bewundern. Bei uns nicht. Na, also gut, dann eben in fast jedem zoologischen Garten, nicht wahr? Da könnt ihr diese wundervollen, flinken Tiere bewundern. Wobei es natürlich höchst interessant wäre, einmal festzustellen, wo sich der Gnu nun tatsächlich wohler fühlt. In Afrika oder bei uns in den... Im zoologischen Garten. Genau da. Ich hatte ein kleines Knuddeltier, mein Schnuffeltier. Es herzuschenken fiel mir anfangs schwer, doch dann nicht mehr, doch dann nicht mehr. Denn neulich da besuchte mich Robert, Robert hat's schwer, denn er hat keine Eltern mehr. Mein Freund Robert, mein Freund Robert. Da hab ich zu ihm gesagt, mein Lieber, ich schenke dir mein Schnuffeltier. Denn ich weiß, du wünschst dir immer wieder das Knuddeltier, das Schnuffeltier. Ich schenke dir mein Schnuffeltier. Wärst du doch wieder hier bei mir, mein Schnuffeltier, mein Schnuffeltier. Doch dann denk ich wieder an Robert, mein Freund Robert. Ich mag ihn und er mag mein Schnuffeltier, mein Schnuffeltier, sein Schnuffeltier. Denn ich hab doch zu ihm gesagt, mein ich schenke dir mein Schnuffeltier. Denn ich weiß, du wünschst dir immer wieder das Knuddeltier, das Schnuffeltier. Ich schenke dir mein Schnuffeltier. Hallo, hallo, hier ist wieder Tommy Blitz, der flinke Reporter. Diesmal melde ich mich direkt aus einem Fahrradschlauch. Jawohl, ihr habt richtig gehört, aus einem echten Fahrradschlauch. Sicherlich werden einige von euch fragen, wie ich hier reingekommen bin. Ja, um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht genau. Aber nun bin ich einmal hier und da will ich euch natürlich auch erzählen, wie es hier drinnen aussieht. Also, wenn ich mich hier so umschaue, naja, da sehe ich natürlich überhaupt nichts, gar nichts. Stockdunkel ist es hier, wie in der finstersten Nacht. Nirgendwo ein Fenster oder auch nur ein klitzekleines Loch, durch das ein Sonnenstrahl fallen könnte. Richtig unheimlich ist es hier drin. Angst? Angst habe ich natürlich überhaupt keine. Langsam bleibt mir die Puste weg. Irgendwie geht's im Moment wahnsinnig steil bergauf. Aber gut, dass ich meine Wanderschuhe angezogen habe, denn ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass ich hier ständig im Kreis rumlaufe. Oder wie... Hä? Hallo, hallo.
Liebe Zuhörer zu Hause an den Lautsprechern, ich hoffe, unsere Verbindung ist nicht unterbrochen. Aber ich bin soeben in ein tiefes Loch gefallen. Wieso? Warum? Ich weiß es nicht. Meine Finger tappen völlig im Dunkeln. Das Ding, das lässt sich ja drehen. Ganz schön schwer. Hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck. Ach du liebe Zeit, was ist jetzt passiert? Ich werde gerade mit einer ungeheuren Druckwelle aus dem Bett geschleudert. Aus dem Bett? Hey, wo bin ich denn eigentlich? Tommy, aufwachen, Tommy. Es ist schon spät. In einer halben Stunde müssen wir im Kindergarten sein. Sag mal, Tommy, wie kommt denn die Luftpumpe in dein Bett? Drei, vier, fünf, jawohl! Im Kindergarten ist es toll! Im Kindergarten ist es toll, von morgens um neun bis nachmittags um vier ist im Kindergarten hier Remi Demi. Wir klappern mit den Tischen und trommeln auf den Bänken, verstecken uns in den Kleiderschränken. Remi Demi, Remi Demi, Remi Demi Demi, Remi Demi Doll, im Kindergarten ist es toll. Im Kindergarten ist es toll. Mittags wird geschlafen, dann ist die Ruhe groß. Doch nach einer Stunde geht's wieder los. Remi Demi, woo! Remi Demi, hey! Remi Demi Demi, Remi Demi Doll, im Kindergarten ist es toll. Und morgen wird der Tommy 5 Jahre alt. Da feiern wir Geburtstag, die Limo steht schon kalt. Remi Demi, Remi Demi. Remi Demi Demi, Remi Demi Doll, im Kindergarten ist es toll. Im Kindergarten ist es toll, im Kindergarten ist es toll, im Kindergarten ist es toll. Remi Demi, hey! Remi Demi, woo! Remi Demi Demi, Remi Demi Doll, im Kindergarten ist es toll. Remi Demi, hey, hey! Remi Demi. Schwimmen auf dem See, Glitschplatsch. Schwimmen auf dem See, Glitschplatsch. Köpfchen in das Wasser, Blablabla. Schwänzchen in die Höhe. Quack, 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 Glitschplatsch. Quack, 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 Glitschplatsch. Quack, quack, quack. Glitch, touch.
Seid ihr denn schon alle gewaschen? Ich muss mir nur noch meine schwarzen Füße waschen. Dann bin ich auch so weit. Wie viel Uhr mag es denn wohl sein? Auf jeden Fall ist es schon dunkel draußen. Ja. Und wenn es dunkel ist, dann ist es auch immer schon ganz schön spät. Genau. Hey, schaut mal, die Turmuhr da drüben, die hat ja nur einen Zeiger. Oh. Ja, ja, wo ist denn der zweite Zeiger hin? Ja, wo ist er denn hin? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Neun. Quatsch, acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Das Schlossgespenst ist schon 100 Jahre alt, ganz blass im Gesicht und von knitteriger Gestalt. Es fühlt sich noch jung und spukt jede Nacht von 9 Uhr abends bis Mitternacht. Und jede Nacht von Mitternacht bis morgens um 4 trifft sich das Gespenst mit mir. Und wir schleichen zu dem Turm, der im Osten liegt, und treiben dort unsere Späße. Als erste schieben wir die Geheimtür weg. Das rumpelt und rappelt und macht viel Dreck. Doch bis dann dieses Werk getan, kommt der schönste Teil des Abends dran. Denn hinter dieser geheimnisvollen Tür steht ein altes, verstaubtes Klavier. Und wir holen es heraus und machen uns bereit. Dann wird gerockt die ganze Zeit. Ja! Wir spuken im Rhythmus die ganze Nacht, kreuz und quer durch den alten Schlosspark. Nur von Mitternacht bis morgens um 4 rockt das knittrige Gespenst mit mir. Und alle Freunde aus der Nachbarschaft werden von dem Rock'n'Roll angemacht. Und sie kommen zum Schloss von überall her, um Rock'n'Roll zu tanzen, das ist wirklich nicht schwer. Wir schlackern mit den Armen und wir hüpfen im Takt, denn der Rhythmus, der geht ins Knochenmark. Schlagger, die 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 Klagger, die Klagger, die Schlagger, die Klagger, die Klagger, die Schlagger, die Klagger. Und morgens um 4 ist der Spaß vorbei. Für das Gespenst und mich wird es langsam Zeit. Auch die anderen gehen alle müde nach Haus. Und wir schlafen uns erstmal richtig aus.